Hallo und willkommen zu einem neuen Super Adventure Box Guide hier auf guildnews.de. Mein Name ist Sputti und diesmal befinden wir uns wieder in der Zone, in der Welt 1, Zone 3 und kümmern uns um den Erfolg Magister der Geheimnisse. Dafür müsst ihr alle 6, ja, mehr oder weniger versteckten Räume in dieser Ebene finden. Und ich kann euch schon mal sagen, das geht eigentlich verhältnismäßig gut. Für die ersten 2 Checkpoints gilt, es passiert gar nichts. Also bis zum Ende des 2. Checkpoints müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Da geht es tatsächlich einfach nur darum, durch die dritte Welt durchzugehen und dabei möglichst keine Fehler zu machen, um zügig zum Ende des Erfolgs zu kommen. Ja, auf Guild News selbst, nur nochmal schon mal schnell der Hinweis, findet ihr, ich ergänze jetzt nach und nach alle fehlenden Guides zu Erfolgen der Super Adventure Box und ihr solltet dann in dem verlinkten Guide unter dem Video alles Wichtige finden für die Zukunft. Hier passiert mir ein kleiner Fehler, den Sprung rüber könnt ihr schaffen und spart euch damit einen kleinen Umweg, ihr seid dann schon auf der richtigen Höhe. Falls ihr runterfallt, so wie mir das passiert ist, ich habe das deswegen einfach mal drin gelassen, könnt ihr hier seitlich wieder nach oben springen und seid dann ziemlich genau wieder an derselben Stelle, wie an der ihr runtergefallen seid. Nach dem 2. Checkpoint gibt es 3 versteckte Räume. Den ersten findet ihr hier unter dem Wasserfall oder im Wasserfall, mehr oder weniger. Und den 2. Raum findet ihr direkt unter diesem Raum. Wichtig, bevor ihr sinnlos mit Bomben schmeißt, so wie ich das hier am Anfang gemacht habe, ihr müsst erstmal den Teppich wegbrennen. Und erst wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mit der Bombe auch den versteckten Raum öffnen. Also Teppich wegbrennen im ersten Shop und dann ja ein Stockwerk tiefer gehen, um dort den 2. Raum zu aktivieren. Ja, danach geht's wieder nach oben. Da steht sogar so ein schöner Sprungpilz bereit, der euch das ein bisschen einfacher macht und wieder raus aus dem Wasserfall und weiter auf der Suche nach dem 3. versteckten Raum. Der ist ein eigentlich mehr oder weniger offensichtlicher Shop, den ihr finden müsst. Er befindet sich ein bisschen weiter oben, das heißt, wir müssen gleich zusehen, dass wir ein bisschen an Höhe gewinnen. Das ist aber kein Problem. Hier geht es dann über die Rampe nach oben. Und da hinten seht ihr schon diesen dickeren Holzstamm, über den ihr gehen könnt. Und dann seid ihr auch schon wieder oben und könnt den Shop besuchen. Den Shop habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Es ist auch ganz wichtig, dass man jeden Shop mal besucht hat für die anderen Erfolge. Ihr müsst euch mal so ein ganzes Arsenal Waffen sichern. Und dafür müsst ihr auch unterschiedliche Shops finden. Auch in diesem Shop findet ihr eine Waffe, ich bin mir aber gerade aus dem Kopf nicht sicher, welche das war. Also merkt euch den Weg auf jeden Fall schon mal für den späteren Einkauf. Schlüssel findet ihr hier auch, falls ihr die Truhe direkt hier links nebenan auch mal öffnen möchtet. Truhe links nebenan ist auch ein gutes Stichwort. Darüber geht es, glaube ich, am schnellsten wieder weiter zum Checkpoint. Also mehr erwartet euch in diesem Bereich nicht. Der nächste Bereich enthält dann aber wiederum 3 versteckte Räume. Das heißt, das sind die 2 Bereiche, die ihr dann hauptsächlich durchforsten müsst. Ihr müsst für den Erfolg den Endboss am Ende nicht besiegen, anders als bei den Sphärenblasen. Wenn ihr da alle Sphären aus einer Ebene sammeln möchtet, müsst ihr ja tatsächlich auch den Endboss mit besiegen. Das ist hier nicht der Fall. Und ja, eigentlich sind auch nicht mehr so viele schwere Dinge mit dabei. Hier hätte man sogar noch ein Stück weiter oben bleiben können. Ich dachte, das wäre der richtige Baum, aber erst einer weiter ist der richtige. Das heißt, wenn ihr Probleme mit den Krokodilen habt, bleibt einfach oben und lasst euch quasi erst an dieser Stelle hier runterfallen. Dann überspringt ihr auch einen mehr oder weniger schwierigen Part. Und hier geht es dann in den nächsten Shop. Der ist halt so ein bisschen ums Eck versteckt. Damit haben wir Raum 4 gefunden. Raum 5 kennt ihr vielleicht auch schon, da gibt es Motos Elite-Atem. Das heißt, wenn ihr euch den Elite-Atem schon mal geholt habt, aber den Erfolg noch nicht gemacht habt, müsst ihr den Shop auch gar nicht mehr besuchen, denn es reicht, jeden Shop einmal gesehen zu haben. Hier bei den Krokodilen ist sehr, sehr hilfreich, wenn man die Schleuder verwendet, um das Krokodil kurz auszuschalten und so dann in Ruhe springen zu können. Und hier geht es dann nach oben. Das ist vielleicht sogar der schwerste Teil.
über diese Hüpfpilze drüber, beziehungsweise der Sprung davor ist für mich schon immer eine Herausforderung. Das ist so einer meiner Ekelsprünge. Ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie passt mir der Sprung so überhaupt gar nicht. Und dann geht's hier halt hoch über die Hüpfpilze nach oben auf den Baum. Das heißt, wenn ihr diesen Erfolg hier macht und bisher euch Motus Atem noch nicht geholt habt, dann ist das für euch auch nochmal ein kleiner Bonus. Denn ja, ihr kriegt Motus Atem quasi passiv mit. Ja, man sieht auch, ja, man kann sich da schon so ein bisschen verheddern bei den Pilzen, wenn man nicht genau weiß, auf welchen man weiterspringen soll. Aber das ist an sich kein großes Problem. Selbst wenn man hier ein bisschen runterfällt, kann man sich meistens irgendwo auf halber Ebene dann wieder fangen und einfach weiter nach oben springen. Hier geht's dann runter zu dem Raum Nummer 5, wie ich es gerade schon mal angedeutet habe. Anders erreicht man die nicht, auch wenn es von unten so aussieht. Ihr müsst diese Baumstamm-Challenge mit den Hüpfpilzen tatsächlich mitnehmen. Und jetzt geht's Richtung finalem Checkpoint. Hier könnt ihr nochmal kurz dem Krokodil eins auf die Nase geben. Und dann seht ihr den Checkpoint da drüben auch schon. Ich gehe jetzt den einfacheren Weg. Man hätte hier auch direkt rechts zum Krokodil gehen können. Aber ich denke mal, die meisten Leute von euch gehen lieber über die Steine. Und ja, da habt ihr den finalen Raum gefunden. Und dann war's das mit dem Erfolg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Mal.